Und jetzt, ja, natürlich. Na, nun, ich trete gerne gegen dich an. Bist du bereit? Klar. Lady Cindy. Das wäre eine kleine... Naja, was soll man das sagen? Eine kleine Lady halt. Das ist schon fetteres Kaliber an Pokémon. Ich meine, das ist jetzt Gestein. Gerade war es Boden, jetzt ist Gestein. Obwohl beide ebenfalls, glaube ich, vom Typ Boden. Kleinstein bin ich mir sicher, ist Bodengestein. Mariehorn bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob es auch ein Bodentyp ist. Egal. Und das Problem ist, ich glaube... Nee, Quatsch. Ein fast doppelt so hohes Level, da wird das wohl... Ein Biss wohl ausreichen. Schließlich hat er auch noch Schattenglas. Das wird garantiert reichen. Das hätte auch mit Konfusion ausgereicht, von daher. So, ich habe ein bisschen den Ton mal hergestellt. Hier, ich höre die ganze Zeit meine Stimme gar nicht, sondern hier nur diese ganze Ingame-Gedüdel. Ein Vorteil von meinem neuen Headset, was den Nachteil wettmacht, dass das Mikro... Naja, ich habe es verglichen. Ich weiß auch nicht. Sie haben beide ihre Vorzüge, mein altes und mein neues. Wobei der größte Vorzug meines alten ist, dass der nach 10 Minuten Tragen nicht schon an den Ohren wehtut. Aber ich denke mal, das muss ich erstmal eintragen, dann geht das schon. Das lauter leiser drehen ist schon eine bessere Sache. Und die... Ach, jetzt sind wir fertig. Naja, weg mit dem Technischen, ist egal. Wirklich fantastisch! Du hast uns ein paar tolle Kämpfe gezeigt. Damit hast du dir ein Geschenk verdient. Hier für dich. Schlohkraut. Ach ja. Wie? Du hast schon 6 Pokémon? Nun, dann kommen wir zum Thema. Willst du jetzt gleich gegen mich antreten? Ach ja. Na gut, ich bin schon sehr gespannt auf deine Kampfkunst. Also, lass uns anfangen. Liefern wir uns einen fairen Kampf. Primleiter Primus. Oh. Oh! Das ist ja schon mal ein anderes Kaliber. Das ist kein Problem für uns, aber ich hätte nicht damit erwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow, sogar 6 Pokémon. Hm. Tja, dann. Da wir ja unsere komischen Krummlöffel nicht drin haben, gehe ich mal auf unsere stärkere Attacke, ne? Wobei, bei solchen Kämpfen braucht man ja nicht auf HP achten. Hier ist ja immer ein Heal bei. Azumarill! Oh, das Pokémon ist so fett verteidigt. Naja, es hält mehr aus als manch anderes. So. Nein! Bin nicht stark genug, meinen Sonflora zu two-hitten. Okay, bei Doppelteam mache ich keine Risiken. Da gehe ich einfach mal mit Finte drauf. Und... Psychokinese. Wow. Also man merkt schon, dass der Krummlöffel fehlt. Och. Mensch. Ist ja voll fies, ey. Doppelteam-Team. Wir sind ein Turnier verboten. Glaube ich. Ziehstrahl, ja. Reicht. Wenn es nicht daneben geht. Ach komm. Zum Glück haben wir Finte. Und wieder ein unnötiger Volltreffer. Seufz. Level 50. Naja, ein bisschen zu spät. Ich dachte, jetzt in der Folge 50 wäre die Level 50, aber gut.
Das ist halt Folge 52, Level 50. Lichtschild! Lichtschild. Das ist ja heftig Scheißendreck. Ja, Tom antun. Nein, nicht. Ach nee, Tuska geht noch. Tuska ist noch ein Omni-Pokémon. Wow. Trotz Lichtschild ein One-Hit. Na gut, bei Tuska kann man es erwarten. Tuska ist jetzt nicht so. Naja. Skorgler! Hier noch sehr useless, aber später mit Skorgro viel besser. So. Jetzt sind Doppelteam-Pokémon auch weg, das ist nice. Nice genäht. Hier noch sehr useless, aber mit Voluminas besser. Nasgnet. Psychokinese auf Nasgnet. Alter, man merkt da so was. Ach nee, der Lichtschild ist noch da. Sandsturm. Ach, und ein Doppelteam. Na, ich hätte jetzt eh Nasgnet mit Nachtara angegriffen und Skorgler mit Dingens. Toll, ich dachte, wir kommen jetzt damagefrei aus dem Game raus. Aber nein! Gut, nee. Finter auf Nasgnet und Psychokinese auf Skorgler. Jetzt ist sie daneben gegangen. Wieso zur Hölle? Gibt's doch nicht. Muss. Ich hasse Doppelteam-Gegner. Vor allem Doppelteam und Sandsturm. Wie fies ist das denn? Aber gut, ich habe mir schon gedacht, dass Primus ein bisschen mit taktisch spielt. Im Vergleich zu Otto Normalspieler. Ah, trifft zumindest. Das reicht schon. Tschüss. Das ging ja. Also, das war jetzt mal ein Vergleich. Ein relativ, Anführungszeichen, spannender Kampf. Das. Oh nein. Nein! Mir ist ein bisschen Geld dazu gekriegt. Was für ein überwältigender Kampf. Ich bin wirklich ins Schwitzen gekommen. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ich bin froh, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Dankeschön. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal runter, reden. Ah, halt! Warte einen Augenblick. Ich bin stolz auf gegen dich gekämpft zu haben. Müssen wir jetzt erstmal rausgehen oder was? Achso, wir kriegen noch was. Ganz ehrlich, dieser Kampf war phänomenal. Ich werde ihn nie vergessen. TM, nein, nicht aufs PDA. TM27. Pff, schon wieder Rückkehr? Wie oft wollen die uns das hier noch geben? So, Krummlöffel wieder drin. Ach nee, jetzt können wir rein. Und was kommt jetzt? Yay, eine unterirdische Quelle. So und so und so und so. Unterirdische Bäume und so halt, ne? Und unterirdischer Fluss und so. Dies ist das Trainingsareal. Was? Wie? Du hast Primus besiegt? Nicht zu fassen. Okay. Nanu? Oder ist das der Kehl? Nanu? Ich hab die Stimmen, naja. Wo hat sich denn mein Sadama verbrochen? Verbrochen.
Hierher, Kleiner! Komm raus! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stall! Stalluno! Stalluno! Sehr gut. Das ist ganz das richtige Timing. Damit gewinnen wir auf jeden Fall. Ja. Ja, und jetzt Platsch! Ganz genau, das heißt Platscher. Capodoro. So, schau her. Und jetzt noch einmal. Mira! Sieht doch hier so aus, als ob da irgendwo noch eine Kiste versteckt ist. Scheinbar aber nicht. Oder? Nee, scheint nicht so. Egal. Das war das Trainingsareal. Und der Hausmeister hieß Karl. So, Primo ist wieder auf seinem Sitzplatz. Und das war die Prima Arena. Jo, Leute, das war doch mal Entertainment pur, wa? So. Hier waren wir noch gar nicht dran. Peinlich. Page Infinite. Oh, Supertrank. Wie toll. Oh. Hier je. Der Bürgermeister stirbt eben wutentbrannt aus dem Haus. Jawohl. Hoffentlich ist da mal nichts Schlimmes passiert. Oh, er ist weg. Komisch. Naja, egal. Dann geht's wohl jetzt ab ins Kolosseum, nachdem wir uns geheilt haben. Was macht der Kleine denn jetzt in der Eingangstür? Nee, wir gehen da jetzt nicht rum. Wir gehen zum Pokémon Center. Nee. Ach nee, jetzt gibt's ja Pokémon Sound. Okay, und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt schon 10 Mal durchgelesen. Oh ja, so, Dankeschön, perfekt. Bing, bidi, bing. Da hoch, ja, ja. Oh nein, mich kitzelt's in der Nase. Ja, kein gutes Zeichen. Ja, 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 jetzt wär's fast. Sie fast lesen müssen, aber ich hab's noch zurückhalten können. Herzlich willkommen im Stadion von Phenak. Willst du am Turnier teilnehmen? Ja. Du nimmst also teil. Willst du mit dem Pokémon-Team antreten? Ja, natürlich. Moment mal, Bajin? Ich glaube, du solltest nicht mit Krypto-Pokémon antreten. Setze lieber nur normale Pokémon ein, in Ordnung? Och, nö. Seufz. Ah ja, der Kolosseum-Spaß, der wird uns wohl erst... Na gut. Kolosseum Spezial nach dem großen Grande Finale werden wir ein Kolosseum Spezial machen, wenn wir eh unsere Pokémon erlöst haben und so Training und alles. Genau. Ja, dann gehen wir jetzt mal zum Largaturm, oder? Ja. Ja, gehen wir mal hin. Wow, das ist der Lagerturm. Ja, wirklich, wirklich geil, oder? Also, das Nonplusultra, wenn ich vorstelle, dass hier noch
totaler Bausch und alles rumliegt, lag. Das sieht schon ziemlich geil aus. Und ja,